Kannst du nicht verkommen lassen, ne? Muss ja nutzen. So, jetzt kommt die entscheidende Runde. Und jetzt schnappen wir uns mal eine Karre. Nicht gerade ein Quad. Das finde ich jetzt, glaube ich, nicht so ideal. Und gucken wir mal, ob wir hier irgendwie außenrum gefahren kommen. Du bleibst hier stehen? Nö. Wolltest du mitkommen oder wolltest du deinen eigenen holen? Wollt mitkommen, okay. Steige mal aus, nimm mal. Danke, genau. Steige wieder ein, weiter geht's. So, ab durch die Mitte. Gucken, dass wir hier irgendwie nicht vorbeikommen, erstmal. Beide erwischt. Ja, okay. Naja. Ist okay. Kann ich akzeptieren. Hat trotzdem Spaß gemacht. Krieg trotzdem ein Gefällt mir. Okay, so, dann werden wir das jetzt aber mal wieder verlassen, glaube ich. So, haben wir jetzt wenigstens wieder ein bisschen Geld gemacht. Das ist ja ganz gut. So, ich gehe auch auf den freien Modus. Ich will hier raus. Ich muss mal Feierabend machen. Hier sind noch schöne, geile Sachen dabei. Hier, Last Team Standing, so ein Kram. Und hast du nicht gesehen. Und das mit dem zufällig finde ich eigentlich auch ganz lustig. Blink, blink. So. Es kann natürlich passieren, dass wir jetzt alle hier in den freien Modus auf die Straße gesetzt werden und dass mich jetzt irgendwie... irgendjemand wieder umschießt, weil man wird immer umgeschossen. Da kann man sich bei GTA Online von vornherein dran gewöhnen, dass man prinzipiell von irgendwelchen Saftnasen umgeschossen wird. Diese Saftnasen. Also wirklich. Saftnasen. Ja, und der Ladebildschirm ist natürlich unser aller Freund. Wir lieben den Ladebildschirm. Der Ladebildschirm und ich, wir sind so, ne? Also, ja. Brüder im Geiste. Aber wie das bei Brüdern so ist, man versteht sich nicht immer und ab und zu will man den anderen auch mal loswerden. Also, lieber Ladebildschirm, du kannst dann jetzt mal Dabash 1989 hat das Spiel verlassen. Dabash, mach's gut. Dafür ist Subcup jetzt, ne, der ist auch gegangen. Ach, ich komme, die gehen alle. Guck mal, der Erius, der ist 8 gegangen. Die haben mich alle nicht lieb. So, der stellt mich jetzt natürlich hier oben ab. Meine Karre steht hier und wenn ich Pech habe, kommt jetzt irgendeiner und fuckt mich ab. Weil das eigentlich immer so ist. Vielleicht aber auch nicht. Trotzdem werden wir jetzt mal... Ja, ich mag diesen Sender, habe ich ja schon betont. Und ich finde das auch gut, dass in der Zwischenzeit mit vielen Updates da auch mal neue Songs dazu kamen. Aber ihr wisst doch, wie es ist. GEMA und so. So, den Rest würde ich gerne vorwärts fahren, wenn es mir gestattet ist. Ohne hier dabei meine Karre zu ruinieren. Einfach erstmal nur... Ah!
So, und schon kriegt man hier Angebote für Jobs, die man machen kann. Und einen Heli, der zu der Erde fliegt, nein. Na, er fliegt irgendwo da vorne rum. Wow. Das war knapp. Ich wollte eigentlich jetzt erstmal nur irgendwo in Ruhe parken, wo ich ein bisschen abseits bin. Um hier mal eben das verdiente Geld auf mein Konto zu überweisen. Zack, zack. Das sollte man nach Möglichkeiten immer schleunigst tun. Denn was man nicht dabei hat, kann man nicht auf der Straße verlieren. So. Hoppla, dann sehen wir jetzt mal zu, dass wir irgendwie heimkommen. Ach, wir haben ja gar kein Heim. Wir sind ja heimatlos. Ja, deswegen müssen wir ganz viele Jobs machen und nicht, dass wir uns irgendwann mal so eine kleine Bude leisten können, so eine Klitsche, wo wir uns dann mal verschanzen können mit unserem Wagen. Ah, knapp 9000 haben wir heute verdient. Hola. Müsste eigentlich noch ein bisschen mehr kommen, ne? Was ist denn das für eine geile Straße hier? So, es sind Missionen verfügbar. Die sind auf der Karte markiert. Da ist einer gestorben, die anderen haben das Spiel verlassen. Der eine hat den anderen erledigt. Was hier wieder abgeht, du. Hoppla. So, aber wie fahren Sie denn hier, Kollege? Ich würde diese Schleicher gerne mal überholen, aber hier ist halt Überholverbot. Doppelt durchgezogene Linie, was soll ich denn machen? Ich nehme die Innenkurve. Ui. Und fahre gegen den Baum. Und das ist der Beweis, liebe Raser da draußen. Am Ende bringt es euch gar nichts. Statt zwei Trödlern habe ich jetzt drei vor der Nase. Wow. Das war knapp. Kannst du mal auf deiner Spur bleiben? Du völlig verblödeter. Mein Geisteszustand ändert sich. Ja. Ich habe gar nichts gemacht. Der ist in mich reingefahren. Jetzt kriege ich ja massenweise Job-Einladungen. Aber ich bin hier gerade am Cruisen, Leute. Boah. Das müsst ihr mal verknusen. Ich will jetzt erstmal cruisen. Das geht schief. Stromposten als Lebensretter. Das hätte mir wehgetan da unten. Oh, wir haben da gelöst. Ab und zu begegnen wir auch mal irgendwelchen Leuten, die ja gar nichts tun. Das ist auch mal nett. Aber da vorne sieht es aus, als wäre da eben einer gestorben. Da muss man ein bisschen aufpassen. Hier könnte es Krieg geben. So. Ich weiß immer noch nicht, wo ich hinfahre, aber... Nein, ich mache jetzt mein Auto nicht sinnlos kaputt. Ich habe eine Einladung zum Tennis. Das machen wir heute aber noch nicht. Da gucken wir mal, ob wir das vielleicht mal mit dem Timo irgendwann hinkriegen. Eine gemütliche Runde Tennis oder auch mal in Golf oder so. Oder. Entschuldigung, ich musste hier lang. Oh, ein Motorradfahrer. Schade. Ich kann ja gar nichts. Ich kann ja nicht mal einen Motorradfahrer umfahren. Das war Absicht. Mein fucking Car, guck dir mal mein Auto an. Gott, was sollen die alle von mir? Der will mir als Raubüberfall andrehen. Aber ich bin doch ein ehrenwerter Bürger. Ich mach doch keine Raubüberfälle. Was denkst du dir denn? Hier geht etwas ab jetzt in dieser City. Da vorne ist ein rotes... der fliegt. Soll er mal. Ja, fliegen werden wir auf jeden Fall auch noch. Keine Frage. Aber alles zu seiner Zeit.
Er ist jetzt im Moment noch nicht dran. Wir haben ja noch viel Zeit. Alles. Oh, ich habe gerade ein bisschen die Befürchtung, der fliegt nicht einfach nur gemütlich vor sich hin. Das klingt mir stark nach einem Düsenjet. Welcome to my store. Ja, ein herzliches Willkommen mir selbst gegenüber. Give me all your money. I cannot go any faster. Ich glaub schon. I'm doing my best. Ja, aber noch nicht genug, du Penner. Soll ich dich anschreien oder was? Ja, ich schreie auch als Zeit. Los jetzt. Ja, das haben wir schon schneller gesehen. Hier, du hast bald keine Ware mehr, wenn du nicht Gas gibst. Hallo. You should be ashamed of yourself. I don't think so. Thank you, the cops. Suspect has turned north. Hands fucking up! So geht das mit dem Fahren. So, sind wir denen mal ganz gut entkommen. Jetzt brauchen wir irgendwo einen Punkt, wo wir uns verstecken können. Da vorne cruist auch noch einer. Ihr werdet mich nicht finden. Niemals! Während sie mich nicht finden, übrigens auch an dieser Stelle wieder. Dieses Bildchen werdet ihr noch sehr, 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 sehr häufig sehen. So, in der Zwischenzeit sind mir die Bullen losgeworden. Das gibt natürlich auch wieder Erfahrung. So. Wo werden wir uns jetzt hinbegeben? Irgendwo hin, wo wir entspannen können. Das kann man ganz gut am Hafen. Also fahren wir mal zum Hafen. Dort werden wir jetzt noch schafen. Hahaha, Witz gemacht. Na, vielleicht schaffen wir es doch nicht, weil wir zu blöd zu fahren sind. Fast sauber eingeparkt, stehen ein bisschen chappt, ist mir aber egal. Wir sind jetzt hier gediegen am Strand. Das ist doch schön. Guck mal, der Sand ist auch frisch gerecht. Ich trampel ihn jetzt kaputt. So. Soll ich mal hier deine Knarre wegstecken? Danke. Ist doch gefährlich, Junge. So. Da ist ein Strandhäuserl. Und hepp. Ich bin jetzt hier der Bademeister. So, ich bin der Bademeister. So, ich denke, hoffe, wir haben jetzt gerade mal einen Moment Ruhe. Dann können wir jetzt gerade hier schon mal schauen, einfach so. Für die Zukunft verbessert das Interieur für 500.000. Ja, das ist alles hier nicht meine Preisklasse. Da kann man eigentlich ganz weit nach unten scrollen. Guck mal, hier gibt es echt billige Buden. 10.000 habe ich. Oh.
ist das? Das ist, das ist nur eine Garage. Das ist auch nur eine Garage. Auch nur eine Garage. Das ist alles nur Garagen. Ich glaube, da brauchen wir in der Preiskategorie gar nicht gucken hier. 65.000 ist auch nur eine Garage. 70.000 eine Garage. Auch nur Garagen. Da. Für 80.000 könnten wir uns dann die erste Bude anschaffen. Da müssen wir aber noch ordentlich Geld verdienen. Ich will diese 700.000, die haben sie mir geschenkt, die rühre ich nicht an. Das heißt, mein Vermögen läuft sich auf 10.046. Da müssen wir noch viel sparen, um uns hier eine Bude leisten zu können. Gut, das kommt dann alles beim nächsten Mal. Das war die Einführungsrunde für GTA Online. Wir werden uns wiedersehen und wir werden uns auch natürlich in den Singleplayer-Hauptmissionen wiedersehen. Und dann mal schauen, wie uns diese lange Los Santos-Reise so hinführt. Guck mal, hier ist ein schönes Lagerfeuer. Ah, ich brenne! Aua. So. Naja, wie gesagt, wir sind angekommen in Los Santos. Hier sind wir und hier bleiben wir. Und dann schauen wir mal, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Bis dahin, erst einmal. Tschüssi und... Fire!